Wir haben keine Haie gesehen. Ja. Wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Lucila. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch! Guten Morgen. Wir sind wieder mal auf dem Weg zum Frühstück. Hätte ich jetzt eine Jacke mitnehmen müssen? Anahtar aldın mı Selcan? Und täglich grüßt das Murmeltier. Und zwar zum Frühstück. Wir haben es 9:45 und wollen jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. Und heute steht auch noch eine Aktivität auf dem Plan. Oh, ich habe irgendwas im Fuß, ey. Oh, irgendwas hat mich gestochen. Ja. Ja, komm. Guten Morgen! Morgen, morgen! Auf welcher Seite ist denn frei? Hm? Sieht das gerade nicht da? Ja. Kein Auto! Machen wir eine ganze Straße zu. Ja? Hand halten? Sag mal. Nicht laufen, bitte. Ich will auch nicht laufen, bitte. Papa! Ja? Die haben Stadtelkappleme. Die musst du auch zuhören. Sehr cool. So sieht mein Frühstück jetzt aus. Sieht ein bisschen viel aus. Ist es auch. Aber ich weiß ganz genau, dass eins der Kinder auf jeden Fall gleich kommen wird und etwas von meinem Frühstück abhaben wird. Also ich habe hier Ei, Tomate, Gurke, ein Croissant, Brötchen, Butter, Putenbrust und Käse. Und natürlich ein Kaffee, der darf nicht fehlen. Und die Kinder spielen da hinten im Bällebad. So, wir sind jetzt angekommen und wir gehen jetzt genau da rein. Haben jetzt hier vorne einen Parkplatz gefunden und bin mal gespannt. Das ist irgendwie mit Piratenshow und Fische und Haie und keine Ahnung was. Mal gucken, wie das ist. Der Eintritt kostet 14 Euro pro Person. Das ist der Bus. Ja. Wollen wir ein Foto machen? Können wir. Da kan rustig hier vooraan staan. Als er nog plaats is, een boekje krijgen of zo. Zeg, drie handen lekker in het water. Je kan een wedstrijdje doen. Wie de lekkerste handen heeft. En dan kan ik al vertellen wie de winnaar is. De papa's, die winnen altijd. Die hebben de ruwste handen. De meeste eer aan te behalen. Wow. Das sind Quallen. Ja. Hallo.
Björn. Cool. Cool. Was ist das? Auch ein Krebs? Krebs. Hä? Aber die Krebse sind anders. Das stimmt, der ist ein bisschen kleiner. Guck mal den. Ein Seepferdchen. Ein Seeigel. Ja. Guck mich mal an. Hier. Milan. Hallo. Wow. Was? Ich bin die Milan. Die Milan ist von der Mama. Hi. Oh. Nee, dürfen wir nicht. Das ist bestimmt ein Notausgang. Hier kann man schießen. Papa, ja, mach ich. Was mach ich? Da wird aber echt verschwindelig. Ja? Ja. Da bewegt sich was. Ja. Wird seekrank. Also geh oder? Komm mit. Hast du Angst? Komm mit. Okay. Hey! Leider ist das zu dunkel. Hey Phyllis, was machst du da? Komm mal zu mir. La, komm mal her, Phyllis. La, 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 la. Oh, la, 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 was ist mit deinem Gesicht passiert? Egal, der Rest stimmt. Hier hoch liegt schon 800 Kilometer der Boden von Sonnenschweif. Das ist, mit dem Boot haben sie ganz früher, die Piraten verhaftet. Ja? So viel habe ich verstanden. Und ich glaube aber nicht, dass die so ein modernes Motor hatten. Sonst hätte man ja auch locker abhauen können als Pirat. Ne? Guck mal jetzt. Steck mal deine Hand da rein. Das kitzelt, guck mal. Phyllis. Boah, richtig cool. Echt? Richtig cool. Ich trau mich nicht. Ja, ich dachte auch, das ist richtig schlimm, aber agile gute Player. Schlimm nicht, ich hab nur. Nein, gar nicht, Schatz. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Mach mal. Hallo, kommst du hier? Geil, ne? Will die gleich loslassen? Mach mal. Steck mal deine Hand rein, oder? Mach mal ganz tief rein deine Hand. Darf ich mal eine nehmen? Nein, kann man nicht. Papa, Anne, komm zu dir! Schatz, guck mich mal an. Ja.
Bei mir ist. Kriegt die gerade ein 10-Gänge-Menü, Alter. Mayday, wir haben ein Problem. Das ist in der Mitte irgendwo. Hier ist der Ausgang. Wo stehen wir gerade? Komm zurück. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Zurück von unserem Trip. Die beiden Kinder, die spielen hier vorne. Hier kann man voll cool so spielen. Und wenn wir vom Balkon gucken, dann sehen wir die direkt. Aber Saki ist jetzt auch mit denen draußen. Und Kian ist hier, der schlägt hier gerade ein Eis. Wir waren ja in diesem Arsenal Piraten, sonst irgendwas, unter Wasser, Fische, Welt und so. Und ich muss sagen, leider habe ich mir da so ein bisschen mehr erhofft und das war todeslangweilig. Sogar Kian hat sich so extrem gelangweilt, dass er nur noch rumgeschrien hat und wir dann beschlossen haben, dass wir dann draußen uns ein bisschen die Gegend noch angucken und dann nach Hause fahren. Wir waren dann noch was trinken, da war eine Hüpfburg, die Kinder haben dort gespielt, so ein kleines Karussell, damit sind sie gefahren und dann waren wir noch im Action, weil die Kinder wollten unbedingt Wasserpistolen haben, haben wir die gekauft, damit spielen sie auch gerade. Aber ansonsten fand ich diese 13,95 Euro, aber wir haben noch jeweils 3 Euro Rabatt bekommen, weil wir diesen Landal Ferienpass hatten. Diese 11 noch was waren für die Katz, leider. Zum Glück musste Kia nicht bezahlen. Aber da war ja nichts. Also da war so ein paar Fische, ein paar Rochen konnte man streicheln, aber auf der Homepage steht halt auch Haie und was weiß ich was. Wir haben keine Haie gesehen. Ja, im Großen und Ganzen fanden es die Kinder am Anfang ganz spannend, weil, ja, so Fische und so, ne, und dann stehen ja so ein paar Piraten rum, aber im Endeffekt wurde es dann nach einer halben Stunde total langweilig und ich fand jetzt insgesamt 45 Euro oder so für uns alle zu teuer, um ehrlich zu sein. Da wäre ich lieber in diesen Freizeitpark gefahren. Es gibt ja hier noch einen Freizeitpark mit ganz vielen Karussells für Kinder und so weiter. Da hätte sich das Geld auf jeden Fall mehr gelohnt. Aber es war eine Erfahrung wert. Ich meine, ist ja oft so, dass man irgendwo hinfährt und dann gefällt es einem vielleicht nicht. Das kann man halt vorher nicht wissen. Und jetzt wissen wir es aber. Und falls ihr hier irgendwo mal in der Nähe seid, dann erwartet nicht zu viel von diesem Piraten-Dingster-Bumster. Weil für uns hat sich das nicht gelohnt und das wäre so ein Ort, wo wir zum Beispiel nicht wieder hinwollen würden. Aber der Rest so, dass die Umgebung, da die Stadt und da was trinken und diese ganze Atmosphäre, es hat so Venedig-Feeling irgendwie, so mit dem Wasser und den Häusern und so. Das war total schön und ja, jetzt sind die Kinder wieder kaputt, ne? Solche Trips machen einen ja auch immer müde, beziehungsweise uns Eltern macht es ja auch eigentlich müde. Jetzt wollen wir hier noch so eine Stunde verbringen und dann gucken wir mal, ob wir rübergehen zur Mini-Disco. Da waren wir jetzt gestern ja auch nicht.
Ja, schauen wir mal, was wir heute Abend noch machen. So viel wird es, denke ich, nicht sein, aber ja, gucken wir einfach mal. Oh, meine Haare nerven mich auch langsam. Ich habe jetzt die ganze Zeit so halb aufgehabt und ihr seht, guck mal, wie aufgeplustert die sind. Die waren erst so und jetzt so den Tag über sind sie so. Naja, gut. Aber sie stören mich nicht, sie sind ja aus dem Gesicht. Hi, schmeckt dein Eis? Schmeckt dein Eis? Vorsicht. Ja, ein bisschen ausruhen, ne? Kinderkanal gibt es hier auch. Okay, Kia mal ein bisschen sich ausruhen. Die haben im Auto so ein bisschen geschlafen. Aber solche Trips machen Kinder ja auch immer extrem müde und kaputt. Tuch und Schnuller hatten wir unterwegs vergessen. Jetzt hat er sein Tuch und seinen Schnuller wieder und er ist der glücklichste. Das glücklichste Baby, wollte ich gerade sagen. Er ist ja gar kein Baby mehr. Das glücklichste Kind auf Erden im Moment. Ja, die beiden in Kombination sind einfach unschlagbar. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, haben eure Kinder auch solche Angewohnheiten? Sei es, okay, Schnuller ist jetzt etwas geläufiger natürlich, aber Tuch zum Beispiel oder irgendwie ein Kuscheltier. Bei Esila ist es auch zum Beispiel ihr Pascha, den wir in Deutschland vergessen haben, weil der war nämlich bei Oma und haben wir den vergessen. Aber ja, sie hat den halt seit der Geburt und den hat meine Schwester ihr geschenkt und seitdem ist er wirklich immer, immer, immer mit dabei, auch weil wir vergessen ihn, wie in diesem Fall. Und er halt mit seinem Tuch. Ja. Ja. Guck mal, was Kian gebaut hat. Wow. Schön, wir hatten. Er fängt an zu tanzen. Zeig mal, Milan. Hol mal raus. Lippig. Warte, kannst du das für mich machen? Ich kann nur mit einer Hand. Dann. Warte mal kurz. Kannst du mir alles aufmachen dann? Guck mal, was wir für die Kinder gekauft haben hier. Nein, für mich! Ja, warte, ich will mal kurz zeigen, wie cool das ist. Guckt euch das an. Yeah. Aber in der Kamera kommt das nicht so krass rüber wie in echt. Nee. So Leute, mit diesem Ausblick verabschiede ich mich jetzt von euch und sage tschüss, bis morgen. Thinking of us lost you, but I don't wanna lose you, love. Thinking of us stuck here, but deep down I can tell it's wrong. Feeling you now. Take me